Dummerweise bringt uns hier Zeldas Wiegenlied nicht weiter. Also ich spiel's nochmal. Wuhu. Ja, wir wissen schon, wie sich das anhört, also kann ich ruhig drüber labern, macht ja nichts. Ich hab's eben extra laufen lassen. Ja, wenn ich ein Lied zum ersten Mal spiele, dann lasse ich es auch mal laufen. Aber das hat offenbar wenig Sinn. Aber wir sehen, Darunia würde gerne tanzen. Was hat das zu bedeuten? Ganz gut, aber nicht genau das, was ich hören wollte. Ich mag Melodien, wie soll ich sagen, von außerhalb. Etwas Natürliches, Grünes, aus dem Wald. Das ist meine Art von Musik. Ja, etwas Natürliches, Grünes, aus dem Wald. Naja, solange er nicht auf die Idee kommt, mich zu fressen, weil ich natürlich grün und aus dem Wald bin, ist es okay. Ja, okay. Wir haben es begriffen. Wir sollen irgendwie ein Lied auftreiben, das an Wald erinnert. Ansonsten wird uns Darunia nicht weiterhelfen, weil er nicht will, weil er zu stolz ist, weil überhaupt... Ja, eigentlich sind wir ja diejenigen, die ihm helfen sollen. Aber das würde er ja nie sagen. Ne? Das ist, glaube ich, ein Laden oder so. Also muss ich hier lang. Glaube ich zu glauben. Ja. Ja, also Grund, warum wir hier sind, ist ja eigentlich ein völlig anderer. Nicht um Darunia zu helfen oder so. Wir wussten ja nicht mal, dass die Goronen Probleme haben. Sondern wir wollen den Feueropal. Ja, das Heiligtum der Goronen. Aber das kriegen wir nicht. Denn das wäre auf diesem Ding hier postiert gewesen. Und der Goron, der dort liegt, sagt, ja, der Stein sah so lecker aus, also hat Darunia ihn weggenommen. Oder irgend sowas in der Art. Ja, die, wie gesagt, die sind am Verhungern und Darunia wollte wohl nicht, dass irgendwer auf die Idee kommt, den Feueropal zu fressen. Also hat er ihn an sich genommen. Und Darunia wird uns den Feueropal nicht so einfach ohne weiteres übergeben. Wir müssen dafür erstmal was für ihn erledigen. Und er hat ja schon gesagt, dass er hier ernste Probleme hat, die wir nicht lösen dürfen, weil er ist zu stolz, Hilfe anzunehmen. Ja, ja. Und es wurde gerade Nacht, das ist sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt gleich nochmal gucken, ob wir noch an der Grabgruseltour teilnehmen können oder nicht. Diesmal dürfte es ja nicht allzu spät sein, wenn wir ins Dorf kommen, oder? Ich hoffe es doch mal. Komm schon, schneller! Schneller! Das ist übrigens sehr schön, wie die Übergänge hier gemacht sind. Ne? Also man läuft noch ein Stück automatisch weiter, es wird ausgeblendet und sofort wieder eingeblendet, während man selbst noch ein bisschen weiterläuft. Und damit ist eigentlich wunderbar vertuscht, dass das Spiel eigentlich schon Ladezeiten hat. Ne? Nintendo hat ja damals damit geworben, dass die Cartridge-Technologie eigentlich viel besser ist als CD-Technologie, weil man keine Ladezeiten hat. Das ist natürlich Blödsinn, auch Cartridges haben Ladezeiten. Nur eben nicht diese brutalen Ladezeiten, wie sie die PlayStation 1 im Vergleich hatte. Also, da ist man ja bald verzweifelt, wenn man ein Spiel spielen wollte. Und, ja, Cartridges, bla, klar. Natürlich haben die Ladezeiten, wir haben es gesehen, aber sie sind schön, Sie werden schön übergangen, quasi. Mit Übergangseffekten ist das wirklich nett getarnt und das hat Nintendo damals richtig gut gemacht. Also, man hat nicht das Gefühl, dass man hier minutenlang vor einem Ladebildschirm sitzt oder so, sondern, ja, man blendet aus, blendet ein und kann weiterspielen. Wunderbar. Ist eigentlich extrem super. Und diesmal ist Boris unterwegs, das ist auch super, weil dann kann Boris nämlich für mich hier Löcher in den Boden graben. Ich will nämlich an der Grabgruseltour teilnehmen. Ey, Kleiner, was hast du hier zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade ein zur grausigen Grabgruseltour. Was kommt dabei raus? Lasset uns graben und wir finden's heraus. Hab ich mir selbst ausgedacht. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine für ein Loch. Lass mal bleiben. Vielen Dank. Lauf lieber noch ein kleines Stückchen vor. Genau, noch ein Stück und noch ein Stück. Und jetzt grab. Willst du, dass ich hier grabe? Ja. Und was haben wir gefunden? 5 Rubine. Na toll. Also toller gemacht, Boris. Ja, also es macht natürlich keinen Sinn, auf dem gepflasterten Weg zu graben. Also das kann man sich, glaube ich, so an 2 Fingern dann noch abzählen, dass das wenig Sinn macht. Aber dort, wo Sandboden ist, kann man graben und da kann man Dinge finden. Und jetzt muss ich mal was ausprobieren. Hier ist ein Loch und ich habe Käfer.
Was machen wir damit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was dabei rauskommt, aber ich muss es ausprobieren. Interessanterweise wurde dann aus einem Käfer mehrere Käfer, von denen einer in das Loch gegangen ist. Und was kriege ich dafür? Oh, eine goldene Skulptur? Ist das bei jedem Loch so? Das wusste ich jetzt nicht, aber sollte das der Fall... Oh, Boris, bleib stehen! Du musst graben! Nein! 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 Hoffentlich war das nicht das Loch, an das ich will. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin will. Das ist das Problem. Also ich weiß nicht, wo ich ihn graben lassen muss, um das zu kriegen, was ich kriegen will. Ich sag's schon mal gleich vorab, es ist ein Herzteil, um das es hier geht. Warum läuft's nicht weiter? Ja, wäre mal eben stehen geblieben, als es drauf ankam. Ja, und ich grab hier. Ja, es gibt ein Herzteil und das ist natürlich an einer bestimmten Stelle. Und ja, ich befürchte, es könnte die gewesen sein, an der wir gerade vorbei sind. Aber okay. Ich glaub's nicht. Ich habe in dem Loch eine goldene Skulptur gekriegt. Wenn das in jedem Loch der Fall wäre, ja, dann könnte man 10 goldene Skulpturas allein durch diese Löcher finden. Weil es müsste genau 10 solcher Löcher geben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Willst du, dass ich hier grabe? Ja, grab mal. Nein, hier ist nichts. Ja, dann komm mal noch ein Stück weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gut, braver Boris. Willst du, dass ich hier grabe? Ja. 5 Rubine, wuppidu. Ja, ewig kann ich das nicht mehr so weitermachen, weil irgendwann gehen mir die Rubine aus. Also hoffe ich mal, dass wir bald irgendwas finden, das es wert ist, ausgegraben zu werden. Ja, also dass ich 10 Rubinen dafür bezahle, 5 Rubine auszugraben, macht natürlich wenig Sinn. Ich wette, Boris hat die auch selbst hier versteckt. So macht das für ihn nämlich wirklich viel Sinn. Solange er immer 10 Rubinen dafür verlangt, dass er noch gräbt, und dann hinterher nur 5 Rubinen dafür ausgegeben hat, macht das echt Sinn. Willst du, dass ich hier grabe? Ja, grab. Nein, hier ist nichts. Grab nochmal, ich weiß nicht, ob du richtig gestanden hast. Das kostet mich zu viel Geld. Na toll, ich hab einen Rubin. Ja, verbringen wir die ganze Nacht am Friedhof, ist doch herrlich, oder? Das ist so schön. Eigentlich könnte ich das auch wieder rausschneiden, aber das, den Gefallen tue ich euch nicht. Wenn ich das hier ertragen muss, durchsitzen muss quasi, dann gilt das auch für euch. Ich weiß, die Grabgruseltour ist nicht allzu spannend und eigentlich voll sinnlos, aber es gibt verdammt nochmal ein Herzteil dafür und deshalb macht man sowas. Oder man kriegt 5 Rubine, die man nicht braucht und nicht will. Na gut, ja, andererseits, solange ich immer hier ein paar Rubine kriege, geht mir das Geld so schnell auch nicht aus. Und da wir gleich die erste Runde durch haben, müsste das sogar reichen für alle Felder. Also hier sind nochmal 2 Felder, die ich untersuchen lassen muss. Hier sind nochmal 2 Felder, die ich untersuchen lassen muss. Das wären 4. Und vorne habe ich 1 übergangen. Wären also 5 Felder, die ich von Boris abgraben lassen muss. Und das wären 50 Rubine. Das heißt, ich habe noch genug Geld. Juhu. Und da oben kreist wunderschön die Skulptur immer noch vor sich hin. Das ist toll. Würdest du dann mal bitte herkommen, Boris? Gib mal ein bisschen Gas, Mann. Ich weiß, du bist alt und gebrechlich und hast ernste Probleme mit deinem Rücken. Du bist ein buckliger, komischer Kauz. Du bist quasi Modo in, keine Ahnung, Totengräbergestalt. Aber ja, geh noch einen Schritt vor. Genau. Und jetzt grab. Willst du, dass ich hier grabe? Ja, grab, verdammt nochmal. Und wieder nur 5 Rubine. Wuppidu. Noch ein Schritt. Ja, noch ein Schrittchen. Dankeschön. Und jetzt grab. Willst du deine Hände nehmen? Genau. Genau das. Nein, hier ist nicht. Mensch, Quasimodo, mach mal ein bisschen schneller hier. Das ist ein schlechter Blickwinkel. So ist es eigentlich viel angenehmer, genau. Ja, also ihr habt es mittlerweile vermutlich schon gemerkt, man kann mit Z die Kamera zentrieren. Was sehr hilfreich ist, weil man sich so seinen Kamerawinkel immer selbst einstellen kann und ole ole. Willst du, dass ich hier grabe? Ja, grab. Und wieder nur ein einzelner Rubin. Das ist herrlich. Gut, grab nochmal.
Willst du, dass ich hier grabe? Ja, grab bitte. Nein, hier ist nichts. Mann. Mensch, Boris. Okay, diesmal bleibe ich hier stehen, dann kann er auch nicht an der Stelle vorbeilaufen. Und dann sind wir glücklich und zufrieden für den Moment. Vorausgesetzt, dass Boris es irgendwann bis hierher schafft. Es ist echt zum Kotzen, dass ich ausgerechnet dieses Feld hier übergangen habe. Ich wette, da ist das Herzteil drin. Und ich habe es nur nicht gekriegt, weil ich mich lieber mit Käfern und Löchern aufgehalten habe. Andererseits habe ich auf die Art eine Skulptula gekriegt. Was auch nicht schlecht ist. Wie viel haben wir jetzt eigentlich von den Viechern? 12 Stück? Das ist gar nicht schlecht, hätte ich gesagt. Für den Anfang. Warum ist er da unten stehen geblieben? Warum kommt er nicht hier hochgelaufen? Warum stellt sich Boris so an? Komm schon. Ich hab doch nicht die ganze Nachtzeit. Das wäre schlimm, wenn ich mir die ganze Nachtzeit nehmen würde, weil die wird hier niemals vergehen. Ich soll doch eigentlich in den Wald. Boris, wo hängt's denn? Lauf weiter. Wenn der so lang braucht für das Stückchen von da hinten aus bis hierher, dann frage ich mich, wie ich ihn vorhin verpassen konnte. Ich frag's mich echt. So, und jetzt Grab. Grab, wie du noch nie zuvor in deinem Leben gegraben hast. Und gib mir ein Herzteil. Okay, ich bin irritiert. Leute, kurze Unterbrechung mal an der Stelle. Bin gleich wieder da. So, und da bin ich auch schon wieder. Und wie ihr seht, habe ich euch ein bisschen Weg erspart. Denn ich will immer noch mein Herzteil haben, das ja nicht da war, wo ich es erwartet hätte. Und, ja, ich lasse Boris jetzt an dieser Stelle hier graben. Ich habe mal meinen Spieleberater ausgekramt und nachgeguckt, weil mir das jetzt echt zu doof war, das Ganze nochmal zu machen. Hier sollte ein Herzteil sein, irgendwo, auf diesen Feldern. Und ich werde ihn jetzt so oft graben lassen hier, bis ich eins gefunden habe. Es ist offen, also es ist angeblich hier. Also muss ich irgendwo eins finden können. Aber nur wenn Boris es auch ausgräbt. Grab nochmal. Ich lasse es jeden Millimeter abgraben. Es ist auf jeden Fall auf dieser Seite, sagt mein Spieleberater, ja. Bleib stehen. Ja, Grab. Jetzt gib mir mein Herzteil. Das gibt's nicht. Hier ist nichts. Das halte ich für ein Gerücht. Grab nochmal. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Okay, wir werden die Grabgruseltour dann wohl irgendwann wiederholen müssen, was mich jetzt gerade extrem stört, weil es hätte klappen sollen. Aber ich habe bei der Gelegenheit noch was im Spielberater gesehen, woran ich mich nicht mehr erinnert habe. Das ist ganz gut. Man kann natürlich jedes Grab verschieben. Aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass es hier zum Beispiel noch ein Herzteil geben soll, angeblich. Und deshalb gehen wir jetzt hierher und stellen fest, hier ist ein Zombie. Und eine Wand hinter dem Zombie. Oh Mann, ein Zombie. Und ich habe kaum Herzen. Das ist schlecht. Kann ich die stunnen? Also ich weiß, dass der Zombie mich stunnen kann. Also einfrieren. Ne, ich kann ihn nicht. Ich kann ihn sowas von nicht. Lass mich los. Es geht nicht. Okay, ich muss hier weg. Ich bin noch zu schwach für sowas. Lass mich los, lass mich los. Wow. Dangerous. Ich hasse Zombies. Ja, mit einem Schwert mit einer größeren Reichweite wäre das einfacher. Mensch, das war jetzt aber in jeder Hinsicht nicht so erfolgreich, wie ich es gerne wollte. Ich nehme an, wenn ich den Zombie getötet hätte, würde ich mein Herzteil bekommen, aber das schaffe ich so nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich es mit der Steinschleuder schaffen könnte oder nicht. Vielleicht kann man ihn erschießen, vielleicht auch nicht. Es wäre cool, wenn ich irgendwo ein Herz hinkriegen würde, bevor ich hier irgendeinem Gegner über den Weg laufe und sterbe. Ich will nicht sterben. Ich wollte das Spiel eigentlich schaffen, ohne zu sterben. Nö. Ach, das kann doch nicht sein. Es ist echt ärgerlich, wenn nichts so klappt, wie man sich's vorstellt, oder? Also, erst halte ich mich stundenlang mit diesen blöden Hühnern auf, dann passiert mir so ein Kack hier. Es ist ein Trauerspiel. Aber es hätte, laut meinem Spielberater, hätte das Herzteil dort sein müssen, wo ich ihn jetzt eben zuletzt habe graben lassen. Und das ist offenbar irgendwie nicht der Fall. Also wenn wir irgendwann mal richtig Geld haben hier in dem Spiel,
Dann kommen wir wieder her. Und dann finden wir hoffentlich das Herzteil. Und jetzt wäre es extrem cool, wenn ich irgendwo ein bisschen Lebensenergie herkriegen würde. Die Skulltula dürfte ja nicht mehr da sein, ne? Ja, ist auch nicht. Ach, endlich mal wenigstens ein Herzchen. Wunderbar. Also kehren wir wieder zurück zum Verlauf des Spiels, zum Story-Verlauf des Spiels. Wir haben gesagt gekriegt, dass Darunia gerne etwas Musik hätte, wie sie im Wald üblich ist oder so. Also irgendwie was Waldmäßiges eben.